Herzlich willkommen zum Infoabend. Herzlich willkommen. Heil sein dein Ursprung. Ich bin die Susanne Steibel. Ich bin der Manfred Frank. Ja, und wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute hier seid und wir euch einiges erzählen dürfen zu unserer Ausbildung in Energie- und Körperarbeit, die wir zweimal schon durchgeführt haben in Südtirol, die zum dritten Mal am 18. Oktober in Südtirol in Brunegg stattfinden wird. Ja, und ganz neu ab 7. Februar 2025 in Burgberg im Allgäu in Deutschland. Ja, und über Selfräume ist natürlich sehr Ist in Kempten, da, weil das ist in der in der Nähe Nähe von Kempten. eine zweite alte Heimat. Ja. Da fühlt sich der Manfred hingezogen. Ja, und bevor wir einsteigen, möchten wir euch einladen, ja, bei euch selbst anzukommen, schon ein bisschen hineinzuspüren in euren Körper. Vielleicht habt ihr auch einen langen, intensiven Tag gehabt. Und wir laden euch ein, ja, eine aufrechte Sitzhaltung einzunehmen, die Füße parallel auf den Boden zu geben, die Augen zu schließen. Zunächst einen tiefen Atemzug zu machen. Ihr dürft mal ganz bewusst tief ein- und ausatmen. Und auch lösend mit offenem Mund ausatmen. Einmal seufzen. Den Tag genau loslassen. Alles, was heute war. Und mit dem nächsten Atemzug lade ich dich ein, von deinem Steißbein, dort befindet sich das Wurzelchakra, nach oben zu atmen bis zum Scheitel. Zum Kronenchakra. Du atmest nach oben ein und von oben nach unten wieder aus. Du atmest vom Wurzelchakra nach oben zum Scheitelchakra und von oben wieder nach unten aus. Kannst dir vorstellen, als wäre es ein Aufzug. Ja, du fährst nach oben über die Wirbelsäule. Siehst den Atem nach oben und atmest von oben wieder nach unten aus. Und noch einmal atmest du senkrecht nach oben und nach unten aus. Und jetzt atmest du tiefer von der Erde aus nach oben. Holst den Atem vom Mittelpunkt der Erde nach oben und atmest bis ins Universum hinein. Vom Universum wieder ganz in die Tiefe, in die Erde hinein. Und wieder vom Mittelpunkt der Erde nach oben ins Universum. Und vom Universum wieder in die Erde hinein. Mache das noch zwei Atemzüge in deinem eigenen Tempo. Und nun lege deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Atme in dein Herz hinein und dort verbinden sich jetzt die Energien. Die Energie deines Herzens verbindet sich mit der Energie der Erde und mit der Energie des Kosmos. In deinem Herzen laufen, fließen alle Energien zusammen und nimm wahr, wie sich die Energien verbinden. Und von deinem Herz nach außen hin ausstrahlen, in deinen Körper, in den Raum um dich herum und auch in unseren gemeinsamen Raum hinein. Ganz viel Herzensenergie breitet sich aus in unseren gemeinsamen Raum. Und spüre auch einen Moment nach, was sich bei dir jetzt verändert hat. Von vorhin auf jetzt. Wie fühlst du dich jetzt? Wie nimmst du deinen Körper wahr?
Und gerne kannst du es auch in den Chat hineinschreiben. Aber dann öffne wieder die Augen. Komm auch mit deinen äußeren Sinnen wieder hier an. Kannst es gerne teilen. Und vielleicht hast du auch gespürt, dass du etwas ruhiger geworden bist, klarer, entspannter. Das nennt man die senkrechte Atmung und die ist sehr, sehr hilfreich. Die Anbindung zur Mutter Erde und die Anbindung zum Kosmos. Ja, das sind schon so ein bisschen ein Einblick, wie wir arbeiten. Und genau, und weil wir in dieser Energie sind, ich ziehe jetzt auch eine Karte von meinem Kartenset, meine Liebe spricht zu dir. Und diese Karte legen wir dahin. Die brauchen wir heute noch am Ende. Ich schaue sie nicht an, Später. ein bisschen später hier ist sie. Und die werden wir am Ende einfließen lassen. Ja, und jetzt geben wir euch einen Einblick einmal in die Ausbildung, was ihr da lernen könnt, was euch da erwartet für eure persönliche Entwicklung. Und am Ende gibt es auch noch eine Energiearbeit. Und das Ganze wird jetzt circa eine Stunde plus minus dauern. Okay. Ja, und momentan geschieht sehr, sehr viel. Nicht nur auf der Welt, aber auch bei den Menschen. Manfred, wie erlebst du das zurzeit? Was geschieht Ja, wie denn? gesagt, momentan ist wirklich ganz viel auf der Welt los. Es zeigen sich ganz viele körperliche Themen, die Traumata, alte Erfahrungen, Ahnenthemen, ja, vergangene Leben, Bewusstseinsthemen, die kommen hoch, weil eben natürlich sehr vieles sich zeigt durch die ganzen Themen wie Sonnenstürme, wie Erdmagnetfeld, das was immer schwächer wird und natürlich dementsprechend das Sonnenlicht viel mehr eindringen kann auf der Mutter Erde, so und auch bei uns Menschen und dementsprechend Licht, das Dunkle in unseren Zellen, die was teilweise unterbewusst versteckt ist, natürlich hochbringt und dementsprechend auch solche Schmerzen oder Themen hochkommen, wo man sagt, wo kommen die jetzt einmal her oder ich kann nicht mehr schlafen die Nacht, was ja auch sehr vielfach Thema ist, wo ich es heute wieder erlebt habe, wo die Leute gesagt haben, Schwindel, Kopfschmerzen, nicht schlafen, Gelenkschmerzen, ja, einfach Themen, wo man sagt, die sind einfach da momentan und die was einfach gezeigt werden, einfach um in die Lösung zu kommen. Es kommt wirklich sehr, sehr viel nach oben. Vielleicht kennt ihr das selbst bei euch auch. Also ich dachte mir, es wird vielleicht ein bisschen ein ruhigerer Sommer. Ja. Dem war nicht so. Also wir selber machen uns ja oft sehr intensive Prozesse. Genau. Der Vorteil ist, wir haben das Handwerkszeug oder können uns auch gegenseitig sehr gut unterstützen. Das ist schon sehr, sehr wertvoll in solchen, ja, herausfordernden Und auch Zeiten. diese Werkzeuge werden natürlich in dem Kurs Heilsein unterrichtet auch, Ja. die was wir anwenden, zu zweit anwenden. Ja, und ich arbeite als ganzheitlicher Physiotherapeut mit ganz viel Körperarbeit, energetisch. Ich mache Ursachenforschung, habe dann auch einige Themen oder einige Tools für mich selber gelernt und selber Entwickelt. erfahren und entwickelt. Und auch diese werden praktisch in diesem Kurs weitergegeben. Und ja, und ich muss sagen, es ist wirklich alles ja, mit viel Erfolg. Ja. Ja, und sehr viel Herzblut Mit steckt da Herz. drinnen. Ja, weil in unserer Arbeit ja vor allem auch sehr viele verschiedene Quellen, die zusammenfließen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, du machst ja nicht gleich eine Methode, sondern du hast ja ganz viele Genau. vielseitige Ausbildungen auch gemacht. Genau. Und was wir weitergeben, ist genau das, womit wir selbst Erfolg haben. Das ist vielleicht auch wichtig. Also wir arbeiten natürlich, manchmal durch eine Praxis vielleicht noch In in der Brunnen Bozen. und im Bruneck, Ja, wir sitzen und jetzt genau hier. das im Bruneck da in der Praxis. Ja, und ich mache, wie gesagt, ich arbeite auf der schamanistischen Weise, ich mache Traumaauflösungen, wie gesagt, Energiearbeit und einfach, ja, um Menschen einfach schnell und effizient zu helfen und dementsprechend, dass da wirklich der Mensch zufrieden wieder aus der Praxis rausgeht oder zufrieden ist wieder mit seinem Sein und dass er wieder zu sich kommt und
einfach auch in das Erwachenbewusstsein reinkommt. Ja, dieses neue Bewusstsein, das Ja. liegt mir sehr am Herzen. Ich bin auch seit 20 Jahren arbeite ich als Coach, als Trainerin, als Autorin. Ich habe auch einige Bücher schon veröffentlicht. Und meine Schwerpunkte sind die Bewusstseinsarbeit, die Intuition, die Chakra-Energie, das Thema Weiblichkeit liegt mir sehr am Herzen. Und vor allem liebe ich es, Menschen in ihren Prozessen zu begleiten. Also unterstützen, zur Seite zu stehen, ja, so Wegbegleiterin zu sein, die Impulse zu geben. Ja, das erfüllt mir sehr. Weil es braucht manchmal nicht viel, sondern es braucht vielleicht nur im richtigen Moment das richtige Wort oder mal die richtige Technik oder den richtigen Den oder richtigen den. Ansatz. Genau das, was es halt braucht. Und ich glaube, da darf man einfach lernen, viel, viel mehr zu vertrauen. Ich arbeite sehr viel mit Frauen, auch einige Männer kommen zu mir. Und so die Themen, die sich bei mir in der Praxis zeigen, ist so dieser Wunsch, dieser tiefe Wunsch nach Rückverbindung mit sich selbst, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Sein, so diese Wurzeln wieder zu spüren, mit der eigenen Kraft in Verbindung zu gehen. Und da tauchen natürlich auch sehr viele Themen auf. Ja, ja, alles, was so sich angehängt hat im Laufe der Zeit, das, was wir übernommen haben, zum Beispiel auch. Und sehr viel Auflösungsarbeit steht an. Also das merke ich auch. Also wo sehr viele intensive Prozesse laufen. Ja, und vielleicht zu Ja. uns beiden noch. Wir sind seit 3 Jahren, im September wären es 3 Jahre, am 12. September vor 3 Jahren, da sind wir uns wieder begegnet. Ja. Seit letztes Jahr, am 23.09., sind wir verheiratet. Und wenn wir gemeinsam arbeiten, diesen Raum halten, dann ist der natürlich auch getragen von unserer Energie, von der Genau. männlichen. Und von der weiblichen Energie, genau. Und eine unserer Stärken ist es wirklich, den Raum zu halten für die Prozesse, die stattfinden. Das bedeutet, wenn der Raum da ist, wenn die Möglichkeit da ist, dass sich etwas zeigt und das spürt dann der Mensch auch, also das spüren die Teilnehmer in unserer Ausbildung, dann können sich die Themen auch zeigen, weil das Vertrauen da ist. Ja, es zeigt sich immer das, was auch möglich ist zu halten und bearbeitet werden kann. Genau, es kann mal ganz kurz mal drüber rausgehen, aber es ist immer nur das, was der Mensch im Moment auch Richtig fähig spürt. ist zu verarbeiten und zu ertragen. Auch wenn es oft wirklich Prozesse sind, wo man sagt, ich halte es nicht mehr aus, aber trotzdem im nächsten Moment, wenn man dann ist es vorbei Ja. und es geht dann einen schnell, relativ schnell wieder gut Ja, und und besser, muss man sagen, ja. ja, und das ist wirklich etwas, wo sehr viel passiert da, sehr viele ja, Prozesse auch ablaufen. Und das ist uns auch ein Anliegen, Menschen wirklich ja, dorthin zu begleiten, dass sie wieder bei sich selbst ankommen können, auch in ihrer Vollkommenheit, ja, in ihrem ja, Heilsein, einen Ursprung in ihrem eigenen Sein. Ja, und nicht irgendetwas, was von außen gekommen ist, was man mitgenommen hat, wo man meint, man muss entsprechen. Also das merken wir auch, das folgt immer mehr Weg, sondern dass wir wieder zu dem zurückfinden, wer sind wir denn wirklich? Und das Ganze natürlich, die Heilung natürlich, wo wir sehr viel Wert drauf legen, ist uns Herzensenergie, mit unserem Herzen arbeiten, weil das wirklich die Heilung haben wir alle schon in uns, ist schon sind tief und in uns verankert und die zapfen wir an und dementsprechend kann der Körper auch in die Heilung gehen. Ja, die Herzensenergie, genau. Das Herz, der Mittelpunkt unseres Lebens, dass wir wieder mehr Energie auf unsere Herzenskraft lenken, also weniger vom Kopf her unser Leben meistern wollen, sondern auch uns fragen, was will unsere Seele? Wozu bin ich denn da hier auf der Welt? Welche Aufgabe stehen an? Und ein wichtiger Punkt ist es, dass wir uns wieder mit unserem Herzen in die Verbindung gehen. Und Herz-Kopf-Verbindung machen. Genau, dass das eine Das ist, Einheit wird. und das ist meist der schwerste Weg,
das vom Herzen in den Kopf oder vom Kopf ins Herz zu Die gehen, Verbindung die zu machen. Verbindung zu machen. Das ist natürlich, viele sagen, ja, es geht leicht, aber es geht schon leicht. Aber es ist wichtig, dass man daran wirklich arbeitet und mit dem Herz verbindet und es dann zusammen macht mit dem Kopf mit und dann hat irgendwann der Kopf, schaltet sich dann aus und dann ist man wirklich eins mit sich selbst. Ja, das heißt, eben das Bewusstseinszentrum erweitern und nicht nur alles vom Verstand her wollen klären und lösen. Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt bei der Ausbildung. Das heißt, ja, dass man da hineingeht und das eigene Bewusstsein erweitert. Ihr werdet Dinge erleben, erfahren, wo ganz, ganz viele Aha sein werden. Die Zusammenhänge sind uns wichtig Erkennen aufzuzeigen. auch, ja, Ja. wichtig. Zusammenhänge zum Beispiel zwischen den körperlichen Themen, da Erzähle wirst ich du dann auch danach noch was? was erzählen, die Zusammenhänge zwischen unseren Gefühlen aufzeigen, zwischen unserer Psyche, zwischen unserer Seele, aber auch das Außen mit hereinnehmen, das heißt das Umfeld, die familiäre Struktur, wie laufen die Beziehungen und ja, welche Wechselwirkung ist da untereinander. Und ein ganz wichtiger Punkt, das ist die Traumaarbeit. Genau. Du, vielleicht kannst du da ein Beispiel dazu erzählen, wie du deine Herangehensweise ist und was wir dann auch in der Ausbildung vermitteln. Okay. Ja. Also, so mein Schwerpunkt in der Arbeit ist natürlich die Traumaarbeit an sich, weil ja ganz viele Patienten oder viele Menschen kommen, die was nicht mehr richtig weiter wissen. Und ja, und da letztendlich ein Mann gekommen mit ziemlich steifen Nacken, Muskelverspannung im Schulterbereich und Hände einschlafen. Ja, und da war ich natürlich, mein Herr, ob er sich da erinnern kann, wann das angefangen hat. Ja, vor ein paar Monaten hat das jetzt angefangen, aber Massagen haben nicht viel geholfen, waren Spontanheilung, aber nicht praktisch nicht, es ist wieder zurückgekehrt, das Ganze. Ja, und dann ist dann immer meine erste Frage, ja, war da irgendwas vor 12, 15, 20 Jahren? Im ersten Moment, nein, da kann ich mich nicht erinnern, weil natürlich der Körper füllt dieses ganze System meistens ein, diese Information, was er da erlebt hat. Und das dauert meistens nicht lang. Und dann sagt, ach ja, ich bin dann vor 20 Jahren vom Lastwagen rückwärts runtergefallen. Aber ich bin ja nicht ins Krankenhaus gekommen, mir ist ja gut gegangen, ist ja nichts passiert. Aber natürlich, die Emotion, die Information über den Aufprall, natürlich hat der Körper ja einen Druck erlebt. Und natürlich mit dieser Emotion und mit diesem Druck macht der Körper dann die Zellteilungen und der Körper kann lange, lange Zeit kompensieren und ausgleichen. Aber irgendwann ist diese Zellstruktur natürlich voll. Und in dem Moment natürlich fängt er an, natürlich diese Symptomatiken zu zeigen und auch sich im Körper bemerkbar machen. Ja, und dann kann man mit einem bestimmten Tool, kann man dann diese Information so bearbeiten, dass der Körper nicht mehr darauf reagiert, dementsprechend der Körper gleich in eine Entspannung reinkommt und dann natürlich kann man da noch ein paar Techniken machen und der Mensch geht dann zufrieden und meistens ohne Schmerzen oder relativ, im ersten Moment vielleicht noch mit weniger Schmerzen, aber wenn man dann ein paar Sitzungen macht, dann auch schmerzfrei wieder ins Leben und fühlt sich wohl und ja, und freut sich wieder des Lebens. Ja, eben, und da zeigen wir euch ja in der Ausbildung zum Beispiel eben diesen körperorientierten Zugang. Da ist der Manfred noch der Experte und da gibt es wirklich viele Techniken. Man muss nicht jetzt Physiotherapeut sein, das ist ganz wichtig, sondern es geht darum, was brauche ich in meinem eigenen Leben für mich selbst, dieses Hintergrundwissen einmal zu erfahren, die Zusammenhänge zwischen dem Körper und bestimmten Themen. Dann gibt es, wir werden zum Beispiel also auch am Ätherkörper arbeiten, an der ersten Ebene. Wir werden mit der Aura arbeiten auch. Aber dann auch schauen, wenn zum Beispiel Verspannungen, Druckstellen sind, wo haben die ja jetzt die Ursachen, also die
Oder Der wo es, ja, oder wo es sind auch Ursprungsstift. Löcher, wo praktische Energien rein und rausfließen, wo man sich ab und zu dann auch wieder müde fühlt und sagt, Erschöpft, ja. ah, jetzt gehe ich irgendwo rein, ich bin so müde und irgendwann niemand weiß, was das hat oder warum das so passiert, aber es könnte auch sein, dass da natürlich Energielöcher am Körper sind, die was man dann auch schließen kann und der Körper sich ganz schnell wieder in seine Kraft zurückkommt. Ebenso, ihr merkt schon, so dieser grobstoffliche Körperbereich und dann auch sofort dieses feinstoffliche und es steht in Verbindung. Das heißt, ihr werdet bei uns immer wieder die Brücke finden zwischen beiden. Wir bleiben nicht nur auf einer Ebene, sprich nur auf der spirituellen Ebene. Das wäre mir auch zu wenig, sondern es braucht unseren Körper. Unser Erwachen passiert nicht da oben, ja, sondern unser Erwachen Ist. passiert im Körper, im alltäglichen In Leben, jeder Zelle. in jeder Zelle. Das heißt, Ja, ganz wichtig. Ja. ja, und da dürfen wir uns wieder zurückerinnern an den Ursprung. Dann ein ganz wichtiges Thema, es sind ja nicht nur körperliche Themen, die auftauchen, sprich durch Unfälle, sondern auch das Das Geburt. Geburtstrauma natürlich, was natürlich ist, oder emotionale Geschichten oder seelische Traumen. Ja. Schocks können das genauso sein, wenn ich irgendwas sehe oder irgendwo eine Information aufnehme, die was mich sehr emotional mitnimmt. Natürlich auch diese kann man ganz, ganz gut mit verschiedenen Tools behandeln und bearbeiten, so dass der Körper wirklich keine Reaktion mehr auf diesen Geschichten mehr hat und dementsprechend sich auch wieder sich rückverbindet in sein Heilsein. Ja, es gibt verschiedenste Ursachen und da werden wir die Aufmerksamkeit darauf hinlegen. Also das heißt, wenn ich selbst oder jemand in meinem familiären Umfeld oder ich arbeite mit Menschen auch, also wenn es dann Klienten sind, dass ich sage, okay, wenn jemand kommt mit einem Thema, unabhängig davon, ob das jetzt ein emotionales Thema ist, ein körperliches Thema ist, kommt es aus dem eigenen Leben? Gibt es da eine Erfahrung, die das verursacht hat? Ist das eine frühkindliche Erfahrung? War ich vielleicht noch im Mutterleib drinnen? Ganz wichtig. Oder sehr häufig, was jetzt auftreten, sind übernommene Themen, Themen von den Ahnen auch. Also das nennt man transgenerationale Traumen. Das heißt, ich habe überhaupt nichts damit zu tun, keine eigene Erfahrung gemacht. Und das ist häufiger, als was wir meinen. Aber es zeigen sich bei mir bestimmte Gefühle, Zustände, Verhaltensmuster. Und da rückzuschauen, zu sagen, okay, wie kann ich diese lösen und klären für mich, damit ich da mich befreie? Also das ist auch ein wichtiges Thema. Und was wir auch immer wieder erleben, die früheren Leben. Genau. Das merke ich ganz stark auch so kollektive Themen von früher Energie noch, die also so Angstzustände, Panik zum Beispiel, wo so alte ja, Erinnerungen hochkommen, wo ich sage, das habe ich sicher nicht in diesem Leben Erlebt, erlebt, erlebt. aber ich kenne es von irgendwoher. Und das ist schon spannend. Also ihr lernt es auch zu differenzieren, wo kommt was her und auch dementsprechend zu arbeiten. Mit Also die den, genau, die Techniken, was nehme ich Techniken. da, was verwende ich hier? Oder was verwende ich, ja, Ja, wenn es die, was Emotionales ist genau. zum Beispiel. Also wir lernen euch, Energien wahrzunehmen. Wir lernen den Umgang mit Energien, weil, Ja, also wie genau. kann ich sie handeln auch, wie kann ich Energien verändern und transformieren. Und den Raum halten auch ganz Genau, wichtig. den Raum zu halten Behalten für Prozesse, der das ist Prozesse, sehr das wichtig. ist sehr Also, wichtiges Thema. ja, weil das, was mit dem Menschen geschieht, hängt von meinem eigenen Vertrauen in mir selbst auch ab. Inwieweit kann ich mich selber für mich öffnen, für meine eigenen Prozesse? Und dementsprechend kann ich das dann auch weitergeben. Und dementsprechend ist natürlich auch das Resultat. Das finde ich schon ganz phänomenal, was da dann oft passiert. Ja, und genau, wir wollten ja auch noch ein Beispiel erzählen. Wir waren ja im Sommer jetzt in Avano, sind ja auch zwei Teilnehmerinnen dabei. Das war ganz eine schöne Erfahrung fürs Metaforum. Haben wir gemeinsam eine Woche lang intuitive Energiearbeit durchgeführt für eine Gruppe und das war ja ganz eine besondere Erfahrung.
Wir durften wirklich die Prozesse begleiten diese Woche. Und wir haben auch eine Ahnenheilung durchgeführt. Und da war auch so wie ein kleines Wunder, was geschehen ist. Eine Teilnehmerin kam danach zu uns und sagte, wow, nach dieser Ahnenheilung hat sich mein Vater gemeldet, zu dem ich 5 Jahre keinen Kontakt hatte. Und das ist so spannend. Das heißt, in dem Moment, wo Passiert. wir mit Energien arbeiten, so unsere Impulse setzen, da passiert etwas. Genau. Da passiert wirklich etwas. Und das finde ich so ja, berührender. Und je mehr wir uns bei uns selber auflösen, umso heiler wird auch die Welt, umso heiler werden wir, umso heiler wird unsere Umgebung und dementsprechend natürlich können wir dann viel gelassener auch durchs Leben gehen, weil es ist natürlich, es zeigt sich viel, aber es kann man auch vieles, wie gesagt, wieder ablegen und dementsprechend fühlt man sich wieder sich selber wohl, stark und auch lichtvoller. Ja, also mehr Licht ins Leben Ja, bringen. genau. Ja, und vielleicht noch ein bisschen, wie, also ihr findet es ja dann auch im Flyer und auf der Homepage, gibt es da nochmal, jetzt haben wir den irgendwo mitgebracht, hier ist er, einen Flyer, wo die genauen Inhalte zum Beispiel angeführt sind, und wir arbeiten mit der Seelenenergie, mit der Herzensenergie, mit der geistigen Welt. Mit dem Atem, mit den Gefühlen ist ganz ein wichtiger Punkt. Also Genau. da werden wir, Da war ziemlich Zeit verbringen mit ja, Gefühlen. weil die Menschen kommen auch gewillt und mit Gefühlen zu uns oder selber kennt ihr das dann auch. Was tue ich denn, wenn ich in der größten Angst bin? Oder wie gehe ich denn mit meinem Wut oder mit meiner Traurigkeit um? Genau. Und Gefühle sind der Schlüssel. Das sind wirklich genau wie der Körper, wie du. So sind es bei mir die Gefühle, wo ich euch den Einstieg oder die Arbeit mit den Gefühlen vermittle. Dann die Energiekörper, die Chakras sind ein wichtiges Thema und die Urkräfte der Natur. Also wir werden auch in die Natur hinausgehen. Ganz genau. Wir haben sehr viel Heilsames von der Natur mit hereinbringen und auch in die Kommunikation mit der Natur gehen. Das heißt, lernen, wie das Außen mir Informationen und Botschaften Genau. gibt. Ja, Trauma haben wir eh schon mitgeteilt, Seelensprache und Klang. Dann, genau. Da werden noch verschiedene Klänge und Tönen und Tönen. wie wir ja genau mit unserem Körper Klang, als Klanggefäß arbeiten. ja, genau. Die Naturheilkunde fließt da ein, also auch das, was wir so weitergeben, was wir selbst praktizieren. Die Sprache und die Kommunikation ist auch ein wichtiges Thema. Also auch mit der Sprache können wir auch ganz, Sprache ist ja auch Klang. Ein Wort ist Klang und da Heilimpulse. Ganz Jetzt. präzise setzen, ist uns auch wichtig. Ganz wichtig, ja. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist nur so die Haltung, die Ausrichtung, die eigene Präsenz, also dieses Raumhalten, was du schon Genau. gesprochen hast. Dann haben wir noch Ja, Erdung. genau. Die Erdung ist natürlich, was ich euch dazu einlade, wenn ihr auch so in eurer Freizeit ab und zu mal wirklich barfuß geht, euch verbindet mit der Erde. Ihr müsst da nicht jetzt 2 Stunden am Berg rauflaufen, aber Wie einfach du? wie ich, ja. Aber wirklich, wie gesagt, ab und zu mal wirklich barfuß irgendwo stehen, sich mit Mutter Erde verbinden. Und der Körper ladet ganz schnell sich mit der Energie der Mutter Erde auf, innerhalb von Sekunden und gibt es gleichzeitig alles, was nicht mehr in den Körper reingibt, auch ab. Und deswegen ist das wirklich ein ganz, ein wichtiges Thema, diese Erdung und das Bewusstsein mit der Natur sich zu verbinden. Und auch dort werden wir dann einige Sachen machen, die was natürlich sehr wirksam sind für Körper, Geist und Seele. Ja, wir arbeiten mit den vier Elementen auch. Also auch da, wenn ihr naturverbunden seid und da noch mehr wollt, bekommt ihr einiges und es ist einfach auch da diesen Einstieg in die Natur. Das ist ganz wichtig. Also es ist wirklich sehr, sehr heilsam. Und ich glaube, dass es wieder darum geht, auch da dorthin zurückzufinden, Genau. zu dieser Energie. Dann die energetische Hygiene darf man nicht unterschätzen. Das ist auch so ein bisschen dein... Tut er ja jeden Tag. Ja, nicht nur diese Hygiene, Schon. also es gibt viele Energien, Ja. die im Umfeld sind. Erst heute hatte ich ein Coaching, wo das Thema auftaucht und sage, ja, wie gehen wir denn mit diesen Fremdenergien um? Und das, was ich ja zurzeit sehr stark bemerke, ist, wenn
wir unseren lichtvollen Weg gehen, den Weg der Heilung, den Weg der Liebe, so meine Energie in den Dienst zu stellen. Umso intensiver werden oft die Energien, die uns auch davon abhalten wollen. Das ist so wie so Angriffe von außen erlebe ich es Sind auch manchmal. Angriffe, die Ja. was dann wirklich einen sehr zurücknehmen können, wieder um diesen Weg praktisch nicht gehen zu wollen. Ja. Praktisch, die stellen dann wirklich Sachen in den Weg, wo man sagt, ach, ich lasse es lieber und ich weiß nicht, wie da weitergehen soll. Und natürlich auch dort bekommt ihr sehr gute und sehr gute Ja. Techniken, um natürlich diesen Weg der Liebe und der Heilung zu gehen. Ja, Ja, das vor ist allem auch Unterstützung. unterstützt. Ja, das, was wir auch gemerkt haben, wenn wir dann in einer Gruppe sind, ist natürlich sehr tragend und unterstützend. Das ist auch, also diese Gruppen auch von Heilsein, von den zwei ersteren Ausbildungen, da gibt es noch die WhatsApp-Gruppen, gibt es noch, die schreiben sich, die tragen sich dann auch weiter, da läuft noch Austausch. Wir sind Ja. auch hier, wie gesagt, auch bei diesen Gruppen, wenn was noch ist und von Thematiken, wo sie lösen sich meistens selber untereinander. Genau, selber Und das sehr ist ja viel. ganz viel. Und wenn was nicht ist, dann helfen wir ihnen und geben ihnen Unterstützung mit unserem Wissen und unser Sein. Und es funktioniert wirklich gut. Ja, das ist sehr schön, also diese Verbindungen auch zu sehen, die sehr nährend sind und unterstützend. Oder was wir auch oft gehört haben dann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja, hier darf ich sein, wie ich bin. Hier kann ich erzählen, was mich beschäftigt. Hier schaut mich niemand so verdreht an, wenn Auch ich wenn es noch so kurios und so eigenartig. eigenartig ist, ja, das bleibt im Raum. Genau, und das glaube ich auch ganz wichtig, dass man ja irgendwo einen Kreis hat von Menschen, wo ich verstanden werde. Mit den ganz vielen Dingen, die einfach passieren, auch im Außen. Wenn bei euch so Fragen auftauchen inzwischen, also vielleicht auch aufschreiben oder in den Chat hineinschreiben, wir öffnen danach auch den Raum. Vielleicht etwas, was nur wichtig ist, weil mich auch jemand gefragt hat, ja, was mache ich dann mit dieser Ausbildung? Also da gibt es verschiedene Ebenen. Einmal, es ist ein persönlicher Entwicklungsweg und Heilungsweg. Das ist immer das Allererste. Ein persönlicher Entwicklungsweg. Fürs Zweite kann ich alles, was ich lerne, natürlich für mich nutzen, für mein Umfeld nutzen, Familie, Freunde, das, was so ist, also auch im privaten Bereich. Und ich kann es nutzen, wenn ich arbeite mit Menschen, ob ich da als Coach arbeite oder ich mache vielleicht auch eine Ausbildung als Masseur oder Yogalehrerin oder Therapeutin. Aber auch im Privaten, wie Ja, gesagt, es kann gut. überall einfließen, weil es haben wirklich ganz praktische, oft auch einfache Tools, die ich einsetzen kann. Ja, und jetzt fällt mir eine Teilnehmerin an, die Silvia. Silvia. Silvia dürfen wir nennen. Das war so lustig. Dann sagt sie, weil ihr kleine Kinder, vier Kinder, und dann hat sie uns erzählt, wie ihre kleinen Kinder, ich glaube 2 Jahre und 4 Jahre, sowas, gell? Muss ich nochmal nachfragen, eine Traumaauflösung sich schon gemacht haben. Ja, da machst du dann so und so und dann fehlt dir da nichts mehr. Das heißt, Kinder können das schon mitbekommen. Das ist etwas, wo ich zu Hause eine ganz praktische Hilfe habe. Wie gehe ich damit um, wenn irgendetwas passiert und ich emotional aus dem Gleichgewicht komme? Was ja mit einem Sturz so jetzt einfach schon passieren kann. Ja, oder es passiert etwas in der Familie oder so, wo ich sage, da muss ich zurechtkommen. Ja, das war so Das berührend, war, gell? glaube ich, ja, genau. Wie das dann, ja, Für uns ist auch wichtig, dass man, wie weitergegeben gesagt, wird. dass alles weitergegeben wird, Ja. dass wirklich die Leute nach außen hin wirklich auch mit diesen Tools arbeiten können. Da brauche ich keine Praxis, das kann ich im Freien machen, das kann ich machen, wenn ich auch unterwegs bin. Passiert mal öfters wieder, dass ich unterwegs bin und da ist was, dann natürlich machen wir schnell so eine Energiearbeit und ja, und das passt dann. Aber auch ganz praktische Eben. Sachen, wenn eine Genau. Biene mich sticht zum Ja, Beispiel genau. oder Blutstillen, energetisches. Also ihr lernt wirklich auch ganz, ganz praktische. So alte Techniken, die was eigentlich teilweise, was man früher gesagt hat, ja, das haben noch Hexen gemacht oder Hexenmeister gemacht.
Auch diese Techniken bekommt ihr von uns geliefert, gezeigt, was natürlich im Rahmen steht. Natürlich alles kann man da nicht zeigen, aber ganz, ganz viele Sachen bekommt ihr so, dass ihr wirklich durchs Leben gehen könnt und ganz schnell Hilfe machen könnt, weil natürlich auch Blutstillen ist ja ein sehr gutes Mittel, wenn jemand natürlich sehr viel blutet und natürlich kann man das wirklich innerhalb von Sekunden bleibt das Blut wirklich, habe ich schon mehrfach gemacht und dementsprechend, ja, oder habe ich gesagt, Bienenstich, auch bei allergischen Reaktionen hilft es. Ja, Genau. muss ich auch Danke sagen. Gell? Das war ja, zu erzählen, oder? Wir Ja, waren ja. erst kürzlich, hat sich die Gruppe getroffen von Heilsein, Dein Ursprung 2. Und wir sind zusammengekommen und mich hat eine Wespe im Mund auf dem Gaumen oben gestochen. Das war extrem Schock für mich. Ich sitze da und denke mir, oh Gott, was passiert jetzt, weil ich allergisch reagiere. Alle waren da. Und das war wie, okay, jetzt können Sie was für die Susanne machen. Und die war so dankbar, ich war wirklich so dankbar. Und dann habe ich Manfred angerufen und irgendwie bin ich dann wirklich gehalten und ja, behütet, getragen gefühlt. Und es ist nichts passiert, ich habe keine Schwellung gehabt. Und ich war schon ein bisschen ängstlich, ehrlich gesagt. Es war so ein Moment der Panik da. Und ich denke mir, solche Situationen haben wir vielleicht manchmal im Leben. Und es wird immer wichtiger werden, dass wir auch etwas haben, wo wir uns selbst oder andere Menschen unterstützen können. Ja, das ist vielleicht, was auch immer das dann ist. Ist gut, wenn man Ja, sowas hat. eben. Oder ich lese gerade, eine Teilnehmerin von der letzten Ausbildung hat auch geschrieben, viele Inhalte sind sofort und unkompliziert umzusetzen. All das Gelernte kann ich tagtäglich für mich anwenden und andere Menschen bei ihren Herausforderungen unterstützen. Um das geht es. Also praxisnah, alltäglich umsetzbar. Und ja, das ist das Wichtigste, also etwas tun auch damit. Und das sind auch Techniken da, wo man jetzt nicht, weiß nicht, was lernen muss und auswendig lernen muss, Genau. sondern das sind Techniken, die was schnell und einfach sind. Das sind durch diese jahrelange Erfahrungen, sei es bei Susanne, sei es bei mir, haben wir wirklich auch das alles so reduziert, diese Techniken, dass sie wirklich ganz schnell und ganz einfach handhaben können. Früher waren das ja, Anleitungen. ich muss Nein, jetzt paar Wege das jetzt durchlesen und das brauchen wir jetzt nicht mehr, das geht wirklich schnell. es hat sich auch verändert, das muss man Ja. auch sagen. Es geht viel schneller. Die Informationen sind da. Wenn man nur einmal ja, die Verbindung hat, da fließt es. Und was uns auch wichtig ist, es geht um das Prinzip. Wenn du das Prinzip verstanden hast, dann kannst du alles im Grunde selbst machen und fließen lassen. Genau. Auch die verschiedenen Techniken, die du da lernst, zusammenfließen, neu interpretieren, neu anwenden. Weil das liebe ich am meisten, wieder was Neues erschaffen. Es geht immer um das Prinzip und diese Prinzipien vermitteln wir. Aber ich glaube, jetzt haben wir so vielleicht Ja, immer und ein bisschen jeder lang kann das sein, gesprochen. nichts dann wieder weiterentwickeln. Das ist ja nicht Genau. so, dass das jetzt irgendwo Standard ist und so muss es sein, sondern es Überhaupt kann dann nicht. jeder für sich dann diese Techniken weiterentwickeln. Wir entwickeln uns auch weiter jeden Tag. Deswegen ist die Entwicklung natürlich sehr sinnvoll. Und ja, ich finde es wirklich gut, wenn man irgendwas in der Hand hat, wo man kann wirklich durchs Leben gehen. Ja, und die Welt entwickelt sich ja weiter. Wer weiß, was in 2, 3 Jahren, 5 Jahren Thema ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Flexibilität da zu haben. Zum Organisatorischen, also wenn gibt es Fragen inzwischen? Wir machen mal den Raum auf für die Inhalte. Oder gibt es noch eine Frage an den Manfred, vielleicht, was er erzählt hat, etwas Persönliches, wo ihr nachfragen wollt? Irgendetwas, was euch noch beschäftigt, dann einfach laut schalten oder in den Chat hineinschreiben, wenn irgendwas auftaucht. Sonst sind wir auch in den nächsten Tagen natürlich für euch noch da. Ihr könnt euch eine E-Mail schreiben oder WhatsApp-Nachricht, auch das ist möglich. Genau. Ihr meldet euch einfach, okay? Ah, da schaltet jemand laut.
Hallo Susanne, also, hallo mein Hallo, Freund. ich suche dich jetzt Ja, tatsächlich. ich Hi. bin da. Ich bin sehr beeindruckt von wie viel, also auch themenmäßig, wahrscheinlich Checking-mäßig ist auch viel, es ist sehr viel für 12 Tage und ich wäre daran interessiert zu erfahren, wie ihr das so, der Unterricht quasi gestaltet. Ja. Einfach Praxis versus Theorie und so weiter. Genau. Wir arbeiten sehr praxisnah. Das heißt, es gibt theoretische Impulse. Wir zeigen es vor. Wir arbeiten mit der Gruppe und vor allem laden wir gleich zu Beginn ein, gegenseitig miteinander zu arbeiten. Deswegen haben wir diese Ausbildungen auch in Präsenz. Ja, es gibt, also in der Ausbildung in Deutschland, da haben wir schon zweimal online, wo wir dann ein bisschen theoretischer auch noch arbeiten werden. Aber uns ist wirklich so Wichtig. wichtig, wahrnehmen, Okay. spüren, fühlen, berühren auch, ja, am anderen Menschen. Und das heißt, meistens machen wir so den Impuls, wir geben die Hintergrundinformationen, laden dann sofort ein, auch in die Durchführung, in die Arbeit zu gehen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Also selber tun. Erfahrungsorientieren, spüren, greifen, alles mit allen Sinnen Mit alles. arbeiten. Danke. Gerne, sehr gerne. Genau, von der Methodik her, das war noch wichtig. Und was auch noch wichtig ist, wir haben während der Ausbildung bei beiden Gruppen, egal ob der Gruppe Deutschland oder Südtirol, auch eine vielleicht WhatsApp- oder Telegram-Gruppe, also eine Gruppe, wo wir auch noch Impulse hineingeben, wo Fragen gestellt werden können und wo wir da sind. Also eins wirklich unserer, ja, Ja, Qualitäten ist Qualität, wirklich, dass wir in der Zeit vom Anfang bis zum Ende für die Gruppe da sind. präsent. Ja? Und Caroline kennt mich ja schon, weiß, wie das läuft. Bei Unichakra zum Beispiel oder bei anderen Prozessbegleitungen. Das nehmen wir auch ernst. Also wir lassen niemanden hängen, wenn was auftaucht oder auch was akut geschieht, was auch sein kann, oder Nachwirkungen nach dem Modul, passiert ja auch Ja. manchmal. Da sind wir da. Also ihr könnt uns kontaktieren und ich glaube, das ist auch etwas vom Wichtigsten, weil es gibt viele Ausbildungen, wo diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Und wir sehen, dass dieser Halt sehr, sehr wesentlich auch ist für die Menschen, weil einfach Prozesse ja, in Gang kommen, das Leben sich auch innerhalb von diesen 6 Monaten auch verändern kann. Und ja, da geben wir einfach diese Unterstützung. Was es auch noch gibt, sehr umfangreiche Kursunterlagen. Also es ist wirklich ein dicker Ordner, wo wir die Unterlagen dann immer mitbringen auch. Sehr ausführlich, sehr gut aufgearbeitet. Wo habe ich das jetzt stehen von jemandem auch? Da war auch genau eine Rückmeldung. Hier steht, Sie haben ja, Susanne und Manfred teilen ihr großes und vielfältiges Wissen. Alles war super organisiert, mit viel Liebe vorbereitet und wir erhielten auf jede Frage eine Antwort. Also wir bemühen uns da wirklich, weil ja. Uns Ja. ist wirklich die direkte Verbindung zu den Menschen sehr, sehr wichtig. Und wenn wir es im Moment nicht wissen, dann schauen wir nach und fragen die geistige Welt. Ja, genau, und da kommt schon was rein. Das vielleicht noch, und es gibt ein Zertifikat auch. Und ihr bekommt morgen noch eine Mail von uns mit nochmal mit den Flyern und dem Link von beiden Ausbildungen. Und je nachdem, weil wir haben ja heute Südtirol hier, Deutschland, Schweiz, Österreich vertreten, also gibt es viele Interessenten. Und dann könnt ihr selber schauen, welche Ausbildung an welchem Ort ist näher für mich oder praktischer Hand zu haben. Sie sind im Grunde ein bisschen anders organisiert. In Deutschland finden 3 Module statt mit ein paar längeren Einheiten, in Südtirol 5 Module und ein bisschen kürzer. Aber die Inhalte sind dieselben und da könnt ihr einfach schauen, wie was für euch praktischer ist, zu organisieren oder auch von der Entfernung her. Achtet bitte darauf, dass es bei beiden Ausbildungen einen Frühbucherpreis gibt. Steht auch noch auf der Homepage und dem Flyer, den wir euch dann noch zuschicken. Das heißt, wir werden jetzt nicht auf die Details da eingehen und Uhrzeiten. Das bitte schaut es euch selber an.
Wenn Fragen auftauchen zur Ausbildung oder ihr nicht sicher seid, dann bitte kontaktiert uns. Schreibt eine Mail oder WhatsApp, manchmal oder an mich. Wir können auch ein Telefonat führen, um diese Themen zu klären. Weil uns ist auch wichtig, dass genau diese Menschen dann im Raum sind, die sagen, ja, das passt für mich, also dass das vorher schon klar ist. Das ist auch wichtig. Sehr wichtig ist, ja, genau. Ja, also bitteschön einfach bei uns melden, wäre auch noch wichtig. Und dann können wir gemeinsam schauen oder wir können noch ein bisschen erzählen und sagen, ja, das hat noch Platz. Oder das findet bei uns nicht statt und das schon. Gibt es noch Fragen von eurer Seite oder etwas, was jetzt noch offen ist? Soweit alles okay? Kurzer Blick. Chat auch. Ja. Und dann gibt es noch eine Energiearbeit, oder? Von dir? Von mir. Ja, du darfst zu Okay. später Stunde noch etwas machen. Okay. Ich erkläre jetzt ganz kurz diese Energiearbeit. Wir machen eine körperthemabezogene Arbeit. Und in dieser körperbezogenen Themaarbeit ist es so, dass ich euch da anleite und da ihr dann reinspürt, das führt euch dann rein. Und was wir dann auch machen, was ich euch jetzt vorzeige, was ich dann euch in der Meditation dann mache, ist so, dass ihr eure Hände so haltet, als ob ihr einen wunderschönen Bergkristall unten in euch oder Ball oder Energiekugel, Lichtkugel. Energiekugel oder irgendwas, was für euch stimmig ist, haltet und das vorm Herzen haltet, das Ganze. Wirklich, und ich lade euch jetzt ein. Genau, noch etwas und am Ende die Karte, die ich zu Beginn gezogen habe, werde ich dann am Ende noch einfließen lassen als Text, als Affirmation. Wir wissen ja noch nicht, was oben steht. Also, wenn ihr dann meine Stimme hört, dann wisst ihr, dass es sich um den Text von der Karte handelt. Ja, dann. Okay, dann lade ich euch ein, euch eine bequeme Haltung einzunehmen. Ja, die beiden Füße berühren den Boden. Schließt einfach mal die Augen und nehmt zwei, drei tiefe Atemzüge. Ihr könnt auch dabei seufzen oder einfach ein und aus. Wichtig ist, bewusst tief ein und tief auszuatmen. Bittet nun euren Körper in euch, dass euch ein Thema zeigt, ein Druck, eine Spannung. Ja, es kann auch eine Schwere sein oder ein Schmerz, der was sich innerlich zeigt, äußerlich zeigt und sich einfach, ja, sich da dabei sich ganz konkret abbildet in eurem Körper. Und atmet jetzt einfach in diesen Bereich hinein und lokalisiert diesen Bereich und macht da zwei, drei tiefe Atemzüge dabei wieder. Bewusst tief ein und aus. So, jetzt begebt ihr eure beiden Hände vor eurem Herzen und stellt euch vor, wie ihr eine Lichtkugel hält. Und über die Arme und über die Hände, das sind die Verlängerung von unserem Herzen, atmest du aus deinem Herzen Heilenergie in diese Lichtkugel hinein. Und sende sie hinein. Bewusst einatmen in diese Lichtkugel.
diese wunderbare Heilenergie von deinem Herzen. Und vielleicht kannst du auch Farben erkennen. Könnte es sogar sein, dass du vielleicht auch einen leichten Ton, eine Schwingung wahrnimmst in deinen Händen. Formst sie für dich so schön, nimmst sie wahr, nimmst die Dichte dieser Heilenergie wahr, die in dieser Kugel jetzt ist, vielleicht auch mit dieser Farbe. Und begibst diese Kugel jetzt in diesem Feld hinein, wo du diese lokalisiert hast, wo dein Thema oder deine Schmerz oder deine Dichte oder deine Schwere ist. Schön hinein. Mit deinem Atemzug, deinem Sog von deinem Atemzug geht diese genau in diesen Ort hinein, wo dieses Thema liegt und du atmest zwei, dreimal tief ein und aus und verteilst diese Energie, diese Heilenergie in diesem Ort, in deinem Körper. Nimm wahr, dass diese Heilung geschieht, weil die Herzensenergie heilt. Und Jesus spricht jetzt zu dir: Werde heil. Ich lege meine Hände auf dein Haupt. Heilung geschieht. Sie ist ein göttliches Geschenk. Ja, nimm auch jetzt die Schwingung von Jesus auf, von seiner Heilenergie. Empfange. Öffne dich für den Segen der Heilung. Lasse geschehen, was geschieht. Nimm es an und vertraue darauf, dass es deinem Wohle dient. So sei es. Ja, so sei es. Du kannst noch etwas nachspüren, auch die Hände dann ablegen. Den Körper noch spüren, was hat sich verändert. Dann laden wir dich ein, wieder zurückzukommen in unseren gemeinsamen Raum. Die Augen öffnen. Genau, Augen öffnen. Ja, und wir zeigen auch die Karte. Ich finde sie so passend. Yes. Und jetzt muss ich es ein bisschen höher halten, dass ich es schaffe. Es ist mit dem Licht, was sie da vorne haben, das blendet. Ah, jetzt habe ich es. Werde heil. Und ja, passender könnte es Ja, nicht genau. sein, voll schön, dass wir diese Energie auch noch bekommen haben. Und wenn ihr gerne was schreiben wollt, wie das war für euch, was ihr gespürt habt, was jetzt da ist, könnt ihr in den Chat schreiben oder auch laut schalten, wenn ihr möchtet. Mit uns teilen, wenn ihr Lust drauf habt, oder die nächsten Tage noch mitteilen. Auch das ist möglich. Möglich. Ja. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Es ist das angekommen, was uns wichtig war, die Essenz. Gut. Ja. Und wir danken, dass ihr dabei gewesen seid heute Abend Dass mit euch die uns. Zeit genommen Ja. habt, ich.
mit uns den Raum geteilt habt, mit eurem Sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir freuen uns auf euch, auf euer Dabeisein bei der Ausbildung. Wäre voll schön, euch zu sehen, dass wir miteinander diesen Weg gehen. Ja, danke Ja, schön an euch. Sine. Verabschieden wir uns. Verabschieden Und bis bald. bis Würde bald. uns sehr freuen. Eine Und wunderschöne gute Nacht und schlaft gut. ja, und ja, Caroline. tschüss miteinander. Tschüss. Danke vielmals. Gute Nacht, Papa. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.